Arkadius ist erst seit 1,5 Jahren als Fernfahrer unterwegs. Genauer gesagt, seit seiner 3. Scheidung. Meine längste Beziehung, also die 2. Ehe, wir waren jetzt 16 Jahre zusammen, also so kurz war das jetzt nicht. Also kann man jetzt nicht sagen, dass ich so schlecht bin. Und die letzte hat auch immerhin 7 Jahre, fast 8 Jahre gehalten. Ich bin ja auch irgendwie ein Beziehungstyp, also Beziehungsmensch. Aber jetzt nach der 3. Scheidung habe ich mir gedacht, nee, es ist vorbei. 3-mal probiert, jetzt ist es vorbei. Das mag ich nicht mehr. Ich bin das erste Mal so lange solo überhaupt. Ich bin ja mein Leben lang irgendwie von einer Beziehung in die nächste reingestolpert. Also ich war nie länger als, keine Ahnung, 4 Wochen alleine und dann zack, bumm, war ich schon wieder in festen Händen. Und jetzt ist das erste Mal, dass ich seit 1,5 Jahren wirklich, ja, allein bin. Und das ist auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich glücklich damit bin. Der Lernprozess hat sehr lange gedauert. Und so begleiten Arkadius, zumindest heute, nur die Stofftiere seiner beiden Söhne auf der Fahrt nach Baden-Württemberg. Erster Stopp, Villingen, Schwenningen. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ein Baustoffhandel erwartet Blechelemente. Das Tor ist zu, also werden Sie wahrscheinlich Mittag machen. Hallo. Die machen bestimmt Mittag. Die werden alle beim Essen sein. Hallo. Guten Tag. Ich hätte eine Lieferung für mich. Super, wir warten schon drauf. Wir haben gerade nur leider Mittagspause. Soll ich da draußen noch stehen bleiben oder soll ich reinfahren? Nee, wir lassen Sie rein, damit Sie draußen nicht im Weg sind. Das fordere ich, komm gerade mit raus und dann können wir warten auf den Lagerrisch. Ich lasse das aber hier, okay? Genau, können wir machen, super. Okay. Ich komm. Bis der Lagerrisch vom Essen zurück ist, kann Arkadius alles zum Entladen vorbereiten. Normalerweise fährt er für seine Spedition Holz. Die Blechladung ist eine Premiere. Der Trucker aus Cham ist nur 1,68 Meter groß, aber sehr wendig. Vorsicht! Es gibt kaum einen Menschen, der größer, also kleiner ist als ich. Aber ja, ich kann damit leben, ich bin mein ganzes Leben lang so. Wobei, komischerweise, meine Schwester ist größer als ich, meine Mutter ist größer als ich, mein Vater ist größer als mich, meine ganze Familie ist größer als ich. Aber ich, die Bosheit hat mich nicht auf der Höhe gelassen. Kann man nichts machen. Eine von Arkadius' kleinen Bosheiten, sein geheimer Wettbewerb der schnellsten Be- und Entladungen. Wir könnten die Stoppuhr starten. Reiß mir bitte die Gurte nicht ab. Der Staplerfahrer, also jetzt nicht hier, sondern woanders, ist in so einem Gummi hängen geblieben und hat dann durch den Gurt hat er das Metallteil abgerissen. Das hing aber noch im Gummi drin. Auf dem Gummi war Spannung. Und das Metallteil ist mir genau aufs Auge geflogen. Das Entladen ist ein Balanceakt für den Staplerfahrer. Mitleidspunkte gibt es bei Arkadius aber nicht. Jetzt sind wir schon bei knapp 40 Minuten. Und die haben eine halbe Stunde später eingeschaltet. Nach weiteren 10 Minuten sind 19 Blechpakete entladen. Ich habe jetzt 18 zählt. Für 18 Pakete gibt es einen Lieferschein. Es wurden aber 19 Pakete abgeladen. Gab es etwa eine Fehlbuchung? Sie schauen noch mal, ob es wirklich 18 oder 19 Pakete sind. Ob sich jetzt der Staplerfahrer verzählt hat, weil laut dem Papier sind jetzt 18 Pakete und der Staplerfahrer sagt, es sind 19 Pakete, also schauen wir mal. Auch nach langem Hin und Her gibt es keine Lösung. Jetzt muss ich erst mit dem Werk telefonieren, ob die aus Versehen ein zweites Paket noch gemacht haben. Tja, jetzt sind wir schon bei einer Stunde. Die Pakete sind schon richtig, da steht ja überall Ihr Name drauf. Also das ist für Sie. Aber die Lieferscheine sind ja bloß für 18 Pakete und Sie haben 19. Also ruft jetzt mal an. Und auf der Ladeliste steht es nicht drauf. Also müssen Sie es abklären. Also ja, ich habe nichts falsch gemacht. Vor dem Telefonat zählt der Chef noch ein letztes Mal in Ruhe die Lieferscheine nach. 17, 18, 19.
Mist, falsch gezählt, aber wir haben's. Alles gut. Holgi, ich hab's. Ich hab's, wir haben uns verzählt. Und zwar beim Lager. Da waren das zwei. Das war der Fehler, ich habe nämlich nur das eine gezählt. Ah, okay. Deshalb kommen wir jetzt wieder aktuell auf die 19, wenn dann passt. Genau, dann passt. Wunderbar. Alles gut? Immer. Muss. Schön. Dann können wir zumachen. Und weil Arkadius so viel Zeit verloren hat, hilft sogar der Chef mit. Ich sag danke und servus, bis zum nächsten Mal. Aber auch zu danken, mach's gut, gell? Ciao. Gute Fahrt, bis dann. Und danke für alles. Mit 2 Stunden Verspätung ist der bayerische Trucker Arkadius Weindich endlich wieder auf der Autobahn. Seine Eltern kommen aus Polen und gaben ihrem Sohn seinen populären polnischen Vornamen. Ich heiße mit vollem Namen Arkadius Andreas Weindich. Also ist es kein Spitzname. Und ich bin froh, dass ich nicht Ariel heiße, weil meine Oma wollte, dass ich Ariel heiße. Und das wäre, glaube ich, keine schöne Kindheit gewesen. Ariel, die Meerjungfrau und so. Ich glaube, ne. Aber viele sagen einfach bloß Andi zu mir, weil es kürzer einfach ist als Arkadius. Das ist wieder verschieden. Die meisten Mädels sagen zu mir meinen vollen Namen, Arkadius. Und die meisten Freunde, männlichen Freunde oder Männer, sagen einfach Andi. Seine Wurzeln sind ihm wichtig. Auch wenn Arkadius einen großen Teil seiner Familie nicht mehr so häufig sieht. Mit meiner Schwester habe ich sehr guten Kontakt. Mit meinen Eltern nicht so wirklich. Da hängt ein bisschen Streit in der Luft. Ich bin ja schon mit 18 ausgezogen, also kaum bin ich 18 geworden, war ich dann weg. Danach heiratete er zum ersten Mal. Die Ehe hielt allerdings nur ein Jahr. Eine zweite folgte und Arkadius wurde Vater. Der Kontakt zu seinen Söhnen ist sehr eng. Trotzdem ist für ihn Familie mehr als nur Verwandtschaft. Die Firma, wo ich jetzt fahren darf, das Ganze ist so familiär. Und ich würde fast behaupten, dass mein Chef ein Freund ist. Ja. Also nicht nur Chef, sondern auch ein Freund. Und das macht's aus. Also richtig, also ich glaube, so glücklich wie zur Zeit. Mit der Firma und mit meiner momentanen Situation war ich noch nie mein Leben. Arkadius schafft es heute nicht mehr zu seiner zweiten Entladestelle in Stockach am Bodensee. Er ist also früh dran bei der Parkplatzsuche. Ich will nicht unbedingt gegen die Sonne stehen. Ich habe gern die Sonne im Rücken. Und da hinten, der gefällt mir eigentlich echt gut. Dann stehe ich gern neben so einer, also auf der rechten Seite neben so einer Grüninsel. Das hat den einfachen Grund, dass wenn ich auf Nacht wirklich mal rausgehen müsste zum Pinkeln, dass ich einfach nicht so hinlaufen muss, bloß auf das Grüne gehen kann. Klar machen das alle. Also wer sagt, dass er immer aufs Klo geht, also bitte. Und dann nochmal sagen, dass der Beruf nichts mit Freiheit zu tun hat. Kann man doch gar nicht, oder?